So, ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen heute zur Auftaktveranstaltung. Ich werde jetzt in den nächsten 20 Minuten versuchen, zu erläutern, was diese vielleicht etwas abstrakten Klimaentwicklungen, die der Herr Merker eben angesprochen hat, für den Landkreis Bayreuth bedeuten könnten in der Realität. Es geht also um die Auswirkungen der Erderwärmung auf den Landkreis. Und wir schauen mal, kurze Gliederung. Zuerst noch ein Wort, Notwendigkeit der Klimaanpassung, dann die Auswirkungen auf die kommunalen Handlungsfelder, Priorisierung von Klimawirkung für eine Detailanalyse, kurzer Exkurs zur Methodik, die wir verwenden, dann eben die Ergebnisse, die ersten zu den Klimawirkungen und ein Ausblick. Im Prinzip hat der Herr Merker schon das Wesentliche gesagt, Klimawandel findet statt und er schreitet voran. Die Entwicklung ist momentan relativ am negativsten Szenario des Weltklimarates, auch als IPCC bekannt, das Weiter-so-Szenario bzw. RCP 8.5. Hier nochmal, um das deutlich zu machen, die mittlere Jahrestemperatur. Und wir sehen, dass es in einem Zeitraum von etwa 120 Jahren zu einer Veränderung von etwa 4 Grad bzw. 4 Kelvin kommen könnte, wenn wir weiter auf diesem Weiter-so-Szenario-Pfad uns bewegen. Und bei 4 Grad Veränderung ist hoffentlich allen klar, das Klimaziel von 2 Grad ist hinfällig. Solche Änderungen haben natürlich einen massiven Einfluss auf das ganze Mensch-Umwelt-System und das bedeutet im Klartext großer Handlungsbedarf. Was heißt das jetzt für die kommunalen Handlungsfelder? Was ist zu erwarten im Landkreis? Für die menschliche Gesundheit, ich glaube, das ist den meisten bewusst, Zunahme der Hitzebelastung, wie schon in den letzten Jahren, das könnte normal sein, normal werden, noch schlimmer werden. Andere, vielleicht nicht ganz so bekannte Auswirkungen können sein, die Veränderung in der Verbreitung von infektiösen Krankheiten. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke, die sich schon auf vielen Friedhöfen in Wasserpfützen breit macht, schon gern gesehen. Dass andere Veränderungen in der Verbreitung von allergenen Pflanzen und Tieren, Beispiel Eichenprozessionsspinner, Beifußambrosie, die sieht man des Öfteren auf Ruderalflächen oder in der Natur schon stehen. Davon sollte man sich fernhalten, stark Allergen. Für die Energiewirtschaft wird es einen höheren Energiebedarf geben für die Kühlzwecke, eben weil es wärmer wird im Sommer. Es kann zu Schäden an Energieinfrastrukturen kommen durch Stürme. Als Chance könnte man vielleicht noch sehen, der geringere Energiebedarf für Heizzwecke im Winterhalbjahr, was natürlich aber trotzdem nicht die Nachteile aufwiegt. Landwirtschaft und Forstwirtschaft natürlich für den Landkreis extrem wichtige Handlungsfelder. In der Landwirtschaft ist damit zu rechnen, dass es verstärkt zu Erosion kommt durch Starkregen, die intensiver und wahrscheinlich auch häufiger werden. Hitzebelastung trifft nicht nur Menschen, sondern auch die Nutztiere. Das heißt, auch da muss mehr klimatisiert werden. Weiterhin Ertragsausfälle durch Extremereignisse, Hagel, Sturm. Durch die milderen Winter gibt es mehr Überdauerungschancen für Schadorganismen, sodass eventuell auch Pflanzenschädlinge ein größeres Problem werden könnten. Als Chance für die Landwirtschaft, aber auch für die Forstwirtschaft ist die längere Vegetationsperiode zu sehen. Aber auch nur, wenn genug Wasser da ist. Und wenn das so wäre, dann könnte man mit mehr Erträgen rechnen. Als Chance des Klimawandels sozusagen. Beim Wald und Forstwirtschaft Zunahme der Waldbrandgefahr. Aufgrund der Trockenperioden im Sommer, wie in den letzten Jahren schon absehbar, eben dadurch geringeres Wachstum, geringere Erträge auf den Waldflächen. Es kann Schäden durch Windwurf vermehrt geben. Die Orkane und Stürme der letzten Jahre sind wahrscheinlich auch noch allen Forstwirten gut in Erinnerung. Auch hier bessere Überdauerung von Schadorganismen durch milde Winter, aber eben auch die Chance von mehr Ertrag durch längere Vegetationsperioden bei entsprechender Wasserversorgung. Wasserwirtschaft, eventuell Zunahme der Hochwassergefährdung. Man ist sich in der Wissenschaft noch nicht ganz einig, ob jetzt der Klimawandel direkt zu den Hochwassern beiträgt. Was aber sicher ist, dass sozusagen Starkregenereignisse begünstigen, Hochwasserereignisse vor allen Dingen in kleinen Flüssen und Bächen.
Und da die Starkniederschläge zunehmen werden, kann es auch zu einer höheren Hochwassergefährdung kommen. Also die Starkniederschläge an sich führen zu Überlastung im Kanalsystem oder auch zu lokalen Überflutungen in Straßensenken. Das gibt größere Probleme auch für die Infrastruktur, für den Verkehrsfluss. Das Gegenteil ist auch problematisch, wenn es zu wenig Wasser gibt, im Sommer Niedrigwasser in Flüssen und Seen. Einerseits vielleicht für den Wassersport problematisch, aber natürlich auch für den ökologischen Zustand der Gewässer, die unter diesem Niedrigwasser und den höheren Temperaturen leiden. Gleichzeitig kann es dazu kommen, dass Leitungssysteme, die nicht oft genug mit größeren Abflussmengen durchgespült werden, trockenfallen, sich zusetzen und entsprechende hygienische Belastungen mit sich bringen. Beim Verkehrswesen kann im Prinzip alle Arten von Extremereignissen die Verkehrsinfrastruktur schädigen, sowohl Hitzeschäden als auch Sturm, Starkregenüberflutung und so weiter. Was man vielleicht als Chancen sehen kann, sind die selteneren Frostschäden in den tieferen Lagen und sinkende Kosten für Winterdienste als kleines Trostpflaster sozusagen. Im Bauwesen wird es durch die sommerlichen Hitzeperioden eben zu verstärkter Gebäudeaufheizung kommen, was wieder einhergeht wahrscheinlich mit Gebäudekühlung und eventuell erhöhten Energieverbrauch und damit auch mehr Treibhausgasemissionen, wenn man nicht darauf achtet, dass es erneuerbare Energien sind. Also im Prinzip ein gewisser Teufelskreislauf hier. Aber auch Gebäudeschäden durch alle möglichen Extremereignisse, Starkniederschläge, Stürme, Hagel sind absehbar. Der Katastrophenschutz wird grundsätzlich wahrscheinlich mehr zu tun haben in Zukunft durch die verschiedenen Extremereignisse, die sich häufen und intensiver werden. Dadurch ist der Bereich Katastrophen- und Bevölkerungsschutz auch selber praktisch Opfer des Klimawandels, eben durch die stärkere Belastung von Mensch und Material. Hinzu kommt wahrscheinlich in den ländlichen Räumen der demografische Wandel, der halt auch vielleicht zu Nachwuchsproblemen führen kann und damit auch zu weniger einsatzbereiten freiwilligen Feuerwehren und dergleichen. Also auch Katastrophenschutz wird darunter zu leiden haben. Biologische Vielfalt und Naturschutz. Wasserknappheit und Trockenperioden führen dazu, dass feuchteliebende Biotope und Arten gefährdet werden. Das Ganze gibt natürlich auch für kälteliebende Biotope und Arten, wie zum Beispiel Blockhalden-Ökosysteme am Ochsenkopf. Da gibt es Probleme oder wird es Probleme geben. Es kommt daraufhin zu Arealveränderungen und Verschiebungen einzelner Arten oder auch ganzer Artengruppen, mehr oder weniger in Richtung Norden geografisch gesehen, also zu kühleren Bereichen hin. Gleichzeitig drängen mehr invasive Arten auf den heimischen Florengebieten. Ein Beispiel ist zum Beispiel das drüsige Springkraut, das Sie bestimmt schon mal am Bach oder auf Ruderalflächen gesehen haben. Sieht eigentlich ganz schön aus, ist aber extrem konkurrenzstark und verdrängt eben einheimische Pflanzen. Weiteres Themenfeld, natürlich Tourismus, für den Landkreis sehr wichtig. Wir haben schon gehört, Abnahme der Schneemenge und Häufigkeit. Damit haben wir natürlich auch wirtschaftliche Einbußen in den Tourismus betrieben. Gleichzeitig kann aber auch die höheren Temperaturen im Sommer dazu führen, dass Städtetourismus problematisch wird, weil es einfach zu heiß ist für die Besucher, durch die Städte zu laufen und sich Bauwerke und dergleichen Kulturelles anzusehen. Es kann zu Betriebsunterbrechungen durch Extremereignisse kommen. Als Chancen des Klimawandels sind vielleicht zu sehen die verlängerte Saison für den Ganzjahrestourismus, das heißt eben städtischer Tourismus, Wandertourismus, im Sommer auch Badetourismus und damit gekoppelt auch mehr Möglichkeiten oder verlängerte Saison für Freiluftveranstaltungen. Industrie und Gewerbe noch zum Schluss. Auch hier schlagen Extremereignisse zu. Es gibt Schäden an Betriebsanlagen. Es kommt dadurch vielleicht auch zu Unterbrechung von Lieferketten, Warentransport, An- und Ablieferung, wenn Extremereignisse wie Stürme Bäume umkippen lassen auf die Verkehrswege oder Straßen überflutet sind. Weiterhin problematisch Wasserknappheit für Frisch- und Brauchwasser, für die Getränke- und Lebensmittelindustrie
oder eben wo das als Produktionsmittel gebraucht wird, das Wasser, steigender Energiebedarf für die Kühlung von Gebäuden und Produkten und wie schon erwähnt, Verluste in der Tourismusbranche im Winterhalbjahr. All das ist zum Teil jetzt schon zu beobachten, wird sich in Zukunft verstärken. Im nächsten Schritt haben wir überlegt, was sind jetzt die wirklich wichtigen Auswirkungen all dieser sehr mannigfaltigen Klimafolgen für den Landkreis. Welche Sachen sind am wichtigsten und wo stürzen wir uns in der Detailanalyse drauf? Wir haben dann überlegt, oder wir haben die Entscheidung darauf gefußt, was sagen uns die Klimadaten, was für Trends sind zu beobachten, wie ist natürlich der Landkreis ausgestattet, also Landnutzung, vor allen Dingen Land- und Forstwirtschaft natürlich, die relevanten Handlungsfelder aufgrund eben dieser naturräumlichen Ausstattung und natürlich auch wichtige verfügbaren Datengrundlagen. Wir haben uns dann auf 7 Schwerpunktthemen geeinigt. Das sind die Hitzebelastung für die Bevölkerung, der Trockenstress auf Ackerflächen, erosive Sturzfluten durch Starkregen, Trockenstress auf Waldflächen, Schäden an Verkehrswegen, Überschwemmung durch Starkregen und Hochwasser sowie Beeinträchtigung des Wintertourismus. Ein kurzer Exkurs zur Analysemethodik. Ich will Sie jetzt nicht langweilen, aber den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren. Wir orientieren uns am Vulnerabilitätskonzept des Weltklimarates, wie es auch in der Studie Vulnerabilität Deutschlands gegenüber dem Klimawandel des Umweltbundesamtes benutzt wird. Ganz kurz runtergebrochen, was wir dort tun, ist einfach, wir nehmen Indikatoren, einmal ein Indikator für die klimatische Veränderung, also das Klimasignal, das könnte jetzt zum Beispiel die Anzahl heißer Tage sein. Auf der anderen Seite nehmen wir Indikatoren für die Sensitivität, also auf das, für das, worauf das Klima wirkt. In dem Fall könnte das die Bevölkerung sein. Und beides wird sozusagen räumlich überlagert und verschnitten, sodass wir zum Schluss eine Betroffenheit oder Klimawirkung erhalten. Und das ist so ganz einfach gesagt, das, wo wir hinwollen. Es sei noch angemerkt, es gibt keine Betroffenheit oder Klimawirkung ohne das Klimasignal oder die Sensitivität. Das heißt, auf Deutsch nur einfach gesagt, es gibt keine Hitzebelastung, wenn es keine Hitze gibt. Und es gibt keine Hitzebelastung, wenn es keine Bevölkerung gibt, auf die die Hitze wirkt. Also beides muss vorhanden sein. Und je größer beide diese Größen werden, desto stärker ist eben diese Betroffenheit oder diese Klimawirkung. Der Herr Merkel hat es schon angesprochen, wir haben Klimadaten des Landesamtes für Umwelt erhalten. Hier gibt es die Auflage, dass die Auswertungskulissen mindestens 1500 Quadratkilometer groß sein müssen. Das sind 60 Rasterzellen. Man sieht das hier mal rechts, die verschiedenen Rasterzellen aufgeteilt auf die verschiedenen Naturräume. Und da wird schon klar, wir können nicht für jede Gemeinde eine Klimaauswertung machen, einfach weil die Daten das noch nicht zulassen. Das heißt, wir konnten also Klima nicht so in die Analyse einbeziehen, wie wir das gern gewollt hätten, gibt uns aber auf der anderen Seite die Chance, uns auf die Sensitivität zu konzentrieren, die sehr viel kleinräumiger ist als das Klima. Und das Gute an der Sache ist, dass das auch eine Stellschraube ist, die die Akteure aktiv beeinflussen können. Beim Klima ist es ja nicht ganz so einfach, da bedarf es also globaler Anstrengungen, um das Klima zu verändern. Bei den Sensitivitäten, das kann jeder Akteur tatsächlich selber bewerkstelligen, sei es durch Waldumbau, sei es durch Anbau trockenresistenter Ackerkulturen oder eben durch die Pflanzung von Bäumen in Innenstädten. Also hier können die Akteure einwirken und deswegen ist dann sozusagen die Analyse auch auf Ebene der Sensitivität gelaufen. Gut, schauen wir mal in die verschiedenen Schwerpunktthemen. Hitzebelastung für die Bevölkerung. Sie sehen jetzt rechts immer die Ergebniskarte für die Analyse. Ich werde das jetzt in die einzelnen Themenebenen runterbrechen, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, was da alles eingeht. Die sommerliche Hitzebelastung wird steigen, das haben wir schon gehört. Es geht um die Bevölkerung, das heißt, wir gucken natürlich auch auf die Bevölkerung, einerseits auf die Gesamtbevölkerung, in dem Fall Hauptwohnsitz zum Ende 2019 Datenstand.
Das sind im Prinzip das, was Sie rechts sehen, diese großen Kreise mit den Zahlen darunter. Das sind sozusagen die absoluten Bevölkerungszahlen in den Kommunen. Was natürlich aber auch wichtig ist, da ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen hitzeanfälliger sind als andere. Das sind Senioren, Kleinkinder, aber auch chronisch Kranke. Und diese werden sozusagen besonders hochgewichtet in dieser Analyse. Eine weitere Analyseebene ist die städtische Wärmeinsel. Vielleicht kennen Sie oder haben die Erfahrung, dass wenn Sie vom Umland in eine Stadt kommen, wird es automatisch wärmer. Das ist der städtische Wärmeinsel-Effekt. Die Ursache ist dahin begründet, dass im Prinzip überbaute Flächen und versiegelte Flächen Wärme speichern, die sie tagsüber aufnehmen und dann erst verzögert über die Nacht wieder abgeben. Sie haben also immer ein Temperaturgefälle von der Siedlung ins Umland, was natürlich die Hitzebelastung in den Städten auch noch mit steigert. Und hier haben wir uns das Bebauungsvolumen auf Gebäudeebene angeguckt, was ein guter Indikator für das Überwärmungspotenzial ist. Und man sieht schon rechts, dass zum Beispiel Pegnitz ist röter als kleinere Kommunen im Fichtelgebirge oder hier drüben in der Fränkischen Schweiz. Also je größer die Stadt, desto größer ist auch dieser städtische Wärmeinsel-Effekt. Und wir haben uns die sozialen Einrichtungen mit herangezogen, eben weil dort die besonders hitzeanfälligen Personengruppen sich konzentrieren. Man sieht schon, in den meisten Kommunen gibt es eine Kita, oft auch mehrere. In vielen Kommunen gibt es Senioreneinrichtungen und wir haben auch zwei Kliniken. Eine in Pegnitz, eine in Bischofsgrün. Und diese Einrichtungen sind natürlich später für die Maßnahmenentwicklung relativ wichtig, weil dort wahrscheinlich mit als erstes nach Maßnahmen geschaut werden muss, um eben die Bevölkerung in diesen Einrichtungen zu schützen. Das sind sozusagen die ganzen Analyseinhalte, die werden dann im nächsten Schritt bewertet. Nächstes Thema: Trockenstress auf Ackerflächen. Wir haben schon gehört, das wird zunehmend problematischer werden. Eine wichtige Größe ist das pflanzenverfügbare Wasser. Ganz einfach ausgedrückt kann die Pflanze sich mit Wasser versorgen, entweder über das Grundwasser oder über den Regen. Für den Bodenspeicher, der sozusagen das Regenwasser speichert, ist eine wichtige Größe die nutzbare Feldkapazität im effektiven Wurzelraum. Für das Grundwasser wäre es der kapillare Aufstieg. Da haben wir leider keine Daten vorliegen gehabt auf bayerischer Ebene. Wir haben aber eine Bodenkarte erhalten, wo die potenziell grundwasserbeeinflussten Böden verzeichnet sind, die aller Wahrscheinlichkeit nach Zugang zum Grundwasser haben und damit keinen Trockenstress. Wir sehen hier rechts in der Karte schon, dass im Prinzip die dunkleren, also dunkles Orange bis Braun hinein, sind die Ackerflächen, die eher eine geringe Feldkapazität haben und je nach angebauter Ackerkultur wahrscheinlich ein Trockenstressproblem bekommen werden. Weiter nach Westen, Südwesten in die Fränkische Schweiz sieht es schon etwas freundlicher aus. Da ist es dann nur noch Mittel. Und blau sieht man hier vielleicht diese kleinen Flecken. Das sind eben diese Böden, die wahrscheinlich Grundwasseranschluss haben und vermutlich keinen Trockenstress erfahren werden. Erosive Sturzfluten durch Starkniederschläge klingt martialisch, ist aber eigentlich gemeint diese Schlammlawinen, die Sie vielleicht auch schon mal im Fernsehen oder bei sich in der Siedlung irgendwo gesehen haben, die eben nach Starkniederschlägen vom Acker runterkommen, die Straße verschmutzen oder auch mal bis ins Dorf hinein fließen. Diese können halt häufiger auftreten in Zukunft. Rechts die Analysekarte, die ist etwas voll, das gebe ich zu. Deswegen gucken wir jetzt auch wieder auf die einzelnen Ebenen. Wichtiger Eingangsparameter ist der Hanglängenfaktor der allgemeinen Bodenabtragsgleichung. Und dieser sagt uns etwas darüber aus, wie stark in tiefen Linien sozusagen sich Abfluss konzentriert, wie lang diese tiefen Linien sind, also wie viel Wasser wird dort herangeführt, was potenziell Boden erodieren kann. Und sagt uns auch ungefähr, wo kommen diese Abflussbahnen aus dem Feld und wo gehen sie dann hin, ganz einfach gesagt. Wir haben uns überlegt, wo könnte es Probleme geben? Das ist natürlich Gebäude als erstes, aber auch Verkehrswege, Bahntrassen, Straßen, Wirtschaftswege.
Die haben wir also in die Analyse mit einbezogen und haben uns dann gesagt, um alle Gebäude im Landkreis, um alle Straßen, Bahntrassen und so weiter, ziehen wir einen Puffer von 25 Meter als Sicherheitsbereich und alle Abflussbahnen, die sozusagen in diesen Sicherheitsbereich eindringen, werten wir als potenzielle Problempunkte. Man sieht das rechts. In den meisten Gemeinden mit Ackernutzung sind die vorhanden. Besonders stark ist das hier oben in Gefrees zu sehen, wahrscheinlich auch wegen des Gefälles, ist ja recht bergig in der Ecke. Und alles, was sozusagen blau bepunktet ist, da könnte es potenziell zu Problemen kommen mit diesen erosiven Sturzfluten. Trockenstress auf Waldflächen, der Herr Landrat hat es schon angesprochen, ist auch für den Landkreis Bayreuth ein Problem und wird es auch weiter sein. 47% der Landkreisfläche sind Wald. Damit wird natürlich die Dimension des Problems klar. Auch hier pflanzenverfügbares Wasser als wichtiger Parameter. Hier hatten wir das Glück, dass die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft sehr gute Datengrundlagen hat, in Form eines Datensatzes zur Transpirationsdifferenz, das uns im Prinzip aussagt, wie viel wird auf der Fläche verdunstet und was sind die Ansprüche der Bestockung dort. Dieser Datensatz berücksichtigt Klima, Relief, Boden und eben die Bestockung und ist damit tatsächlich eine echte Klimawirkung. Wie ich ja schon sagte, haben wir bisher eher Sensitivitäten betrachtet, weil eben die Klimadaten zu grob sind. Hier ist das Klima schon integriert und ist damit natürlich auch sehr viel aussagekräftiger. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass sozusagen Fichtelgebirge, das relativ blau ist, das heißt, das ist auch nicht ganz so verwunderlich, weil in den höheren Lagen es gibt mehr Niederschlag und es ist auch nicht ganz so warm, das heißt, es wird nicht so viel verdunstet. Hier ist es eigentlich eine relativ gute Wasserversorgung, auch im Übergangsbereich vom Obermainischen Hügelland hoch in das Fränkische Alb, Fränkische Schweiz sieht es noch relativ gut aus. Etwas schlechter wird es dann im Bereich der Fränkischen Alb, Fränkischen Schweiz. Was man hier an diesen gelb-grünen Farben sieht. Man muss dazu sagen, die Klimadaten sind für die Klimaperiode 1971 bis 2000. Das heißt, die Klimadaten sind an sich auch schon wieder alt und das ist ein Blick in die Vergangenheit. Inzwischen könnte es etwas schlechter aussehen, besonders nach den letzten Jahren. Wir können aber davon ausgehen, dass die relativen Verhältnisse dieser Verteilung, die wir sehen, auch in der Gegenwart bestehen, bloß eben mit leicht veränderten darunterliegenden Daten. Überschwemmung durch Starkregen und Hochwasser. Auch das werden Sie wahrscheinlich aus Ihrem Alltag schon mal gesehen haben, dass im Prinzip Straßensenken überlaufen oder mal ein Gullydeckel sozusagen rausgedrückt wird oder die Gullyeinflüsse sich kleine Pfützen bilden, weil eben Rückstau ist, weil das ganze Niederschlagswasser nicht abgeführt werden kann. Und sowas kann eben aufgrund der zunehmenden und intensiver werdenden Starkniederschläge auch in Zukunft häufiger werden. Wir haben uns hier angeguckt, einerseits Feuerwehreinsatzdaten sind eigentlich immer eine ganz gute Quelle, um Problempunkte zu finden. Wir haben deshalb die Brandinspektionen im Landkreis gebeten, uns Daten sozusagen aufzubereiten, zu einsetzen aufgrund von Extremereignissen, darunter Unwetter, Sturm, Hochwasser und Waldbrand. Für die Jahre 16 bis 20 waren die vorhanden. Was auffällt, sind doch sehr heterogene Zahlen. Man sieht hier in Bindlach 64 Einsätze in gut 4 Jahren, 5 Jahren, wohingegen andere Kommunen mal 1, 2, 3 haben, manchmal auch gar nichts. Das hat uns etwas verwundert. Das kann jetzt daran liegen, dass einerseits die Einsätze unterschiedlich erfasst oder ausgewertet wurden. Es kann auch sein, dass der Auswertungszeitraum zu gering ist, um wirklich eine belastbare Verteilung zu erhalten. Es kann aber auch sein, dass die doch sehr kleinräumigen Unwetterzellen vielleicht in der einen Kommune zugeschlagen haben und in der nächsten hat die Sonne geschienen. Das ist alles möglich. Vielleicht ist es auch eine Kombination all dieser Faktoren. Dieser Datensatz ist dementsprechend noch nicht ganz so belastbar, wie wir das gerne hätten, aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis für Anpassungsmaßnahmen, dass man eben diese Einsätze
auswertet und regelmäßig betrachtet, wo denn eben Problempunkte auftreten. Wir haben weiterhin geschaut auf überschwemmungsgefährdete Bereiche. In der etwas dunkleren Blaufarbe sehen Sie hoffentlich die HQ-100-Flächen. Das sind die Flächen, die bei einem 100-jährlichen Hochwasser eines Vorfluters überflutet werden. Und wir haben eben geschaut, wie groß sind die Flächengrößen in den Siedlungen, außerhalb der Siedlungen. Wie sind die Überflutungshöhen aufgrund so eines 100-jährigen Hochwassers, haben das ausgewertet. Und wir haben auch ausgewertet die etwas in hellblau dargestellten wassersensiblen Bereiche. Das sind Bereiche, die den natürlichen Einflussbereich des Wassers bilden, in dem es Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann, für die aber im Gegensatz zu den HQ-100-Flächen eben nicht gesagt werden kann, mit welchen Wahrscheinlichkeiten oder Wiederkehrintervallen es zu Überschwemmungen kommt. Das haben wir auch mit einbezogen. Eine weitere Klimawirkung ist, wie gesagt, Schäden an Verkehrswegen. Extremereignisse können eben Verkehrswege beschädigen, blockieren. Und rechts die Gesamtkarte, und wir haben uns angeschaut eben das Verkehrswegenetz. Und man sieht hier schon die Bundesautobahn 9, wie sie von Nordosten nach Südwesten durch den Landkreis sich zieht. Man sieht einige Bundesstraßen, Bahnstrecken und ein Netz an kleinerer Kreisstraßen. Und wir haben uns angeschaut die Spurlänge als Indikator. Das ist die absolute Länge aller Fahrspuren. Das heißt, dass im Prinzip auch höherrangige Straßen stärker sozusagen gewichtet werden. Wenn Sie jetzt die Autobahn haben, von mir aus sechsspurig, und Sie haben 1 Kilometer Strecke, dann sind das halt 6 mal 1 Kilometer Spurlänge, also 6 Kilometer. Und die kleine Kreisstraße mit 2 Spuren ist dann halt nur 2 Kilometer im Vergleich. Also die wichtigen Hauptverkehrsstraßen werden höher gewichtet. Letztes Thema, die Beeinträchtigung des Wintertourismus durch den Klimawandel. Wir haben gehört, es wird zu einer Abnahme der Schneemenge und Häufigkeit kommen, was natürlich eine Gefährdung für den Wintertourismus darstellt. Rechts die komplette Karte, und wir schauen mal in die einzelnen Datensätze. Einerseits beschäftigt im Gastgewerbe, also der Anteil derjenigen im Gastgewerbe an den Gesamtbeschäftigten in der Kommune für das Jahr 2019. Wir sehen, die dunkelblauen oder die dunkleren Flächen sind die Gemeinden, wo der Anteil circa 1/4 bis 1/5 der Beschäftigten ist, also offensichtlich doch nicht ganz unwichtig, dieser Wirtschaftszweig. Es gibt aber auch Landkreise, eben nicht Landkreise, Gemeinden, wo das relativ niedrig ist und auch schon mal unter 5% sein kann. Das sind jetzt erstmal nur die Anteile. Das ist natürlich jetzt noch nicht so aussagekräftig wie die Gesamtzahlen, die wir auch einbezogen haben. Ein wichtigerer Aspekt sind die Übernachtungszahlen im Winterhalbjahr. Das heißt, wir haben uns angeschaut, die absoluten Übernachtungszahlen als auch der Anteil der Übernachtung des Winterhalbjahres am Gesamtjahr. Wir sehen, die Größe dieser Kreise korreliert mit den absoluten Übernachtungen, und die können auch mal bis zu 74.000 im Winterhalbjahr hochgehen. Wir können zwei sozusagen Cold Spots sehen in dem Fall. Einerseits das Fichtelgebirge hier oben, andererseits die Fränkische Schweiz, meine ich natürlich. Und da spielen sozusagen Übernachtungen im Winterhalbjahr eine wirtschaftliche große Rolle. Man sieht auch an den Zahlen, die in diesen Kreisen zu sehen sind. Wir haben hier Anteile im Winterhalbjahr von teilweise bis um die knapp 50% in Pegnitz und in Bischofsgrün. Also Wintertourismus hat hier Gewicht und wird sozusagen zukünftig problematisch werden. Was wir auch vielleicht sehen, oder ich hoffe, Sie sehen es auf dem Bildschirm, sind die kleinen Xe. Hier hatten wir sozusagen keine Daten aufgrund des Datenschutzes. Da hat uns das Landesamt für Statistik keine Daten geben können. Und daher können wir auch für diese Kommunen keine Aussagen treffen. Corona-bedingt haben wir eben das Winterhalbjahr 18/19 gewählt, um eben die Verzerrung durch diese Pandemie gerade so gering wie möglich zu halten in der Auswertung. Das waren die ganzen Analysen. Was wir jetzt machen demnächst oder schon dabei sind, ist eben die Bewertung auf Gemeindeebene. Also zu sagen, welche Gemeinde ist für welchen
Schwerpunktthema besonders sensitiv und wo sollten dann sozusagen Handlungen ergriffen werden. Wir werden räumlich-thematische Handlungsbedarfe ableiten und darauf aufbauend natürlich die Maßnahmenentwicklung mit Ihnen als Akteuren und natürlich auch basierend auf den Ergebnissen der Analyse. Das war es jetzt erstmal von mir. Fragen bitte gerne in den Chat schreiben. Die werden dann nach dem nächsten Vortrag genannt und jetzt übergebe ich an die Frau Hafner für den nächsten Input.